Matthäus 12 beginnt damit, dass die Pharisäer wieder eine Frage haben an Jesus, ihn in eine Falle locken wollen. Und das zeige ich euch wieder als Bibelcartoon. Einmal ging Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, über ein Feld. Die Jünger pflückten einige Ähren und aßen sie, weil sie hungrig waren. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln und von Gott hören. Einige der jüdischen Leiter sahen das und beschwerten sich bei Jesus. Es ist verboten, am Sabbat zu arbeiten. Warum ernten deine Jünger dann heute Getreide? Ihr kennt doch bestimmt die Geschichte von David, einem der ersten Könige des jüdischen Volkes. Bevor er König wurde, musste er sich einmal in einem Haus verstecken, das ausschließlich dafür benutzt wurde, Gott zu begegnen, weil Saul, der derzeit König war, ihn umbringen wollte. Er war also in diesem Haus, in dem er eigentlich gar nicht sein durfte, weil das Gesetz es verbot. Und ihr wisst auch, was er dann tat. Er und seine Freunde waren hungrig und aßen das Brot, das die Menschen Gott geschenkt hatten. Das durfte man auch nicht essen, trotzdem hat Gott ihn nicht bestraft und war nicht einmal böse auf ihn. Nachdem er diese Geschichte erzählt hatte, fasste er zusammen. Gott hat den Sabbat erfunden, dass die Menschen sich daran freuen können und nicht, um ihnen das Leben unnötig schwer zu machen. Jesus war in einer Synagoge, das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln, um von Gott zu hören. Dort waren einige Leute, die Jesus nicht mochten und ihn gerne angeklagt hätten. Sie brachten einen Mann zu Jesus, der eine zerschrumpelte Hand hatte. Dann fragten sie Jesus, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Jesus wusste, dass sie ihn anklagen wollten, wenn er dem Menschen half, weil es verboten war, am Sabbat zu arbeiten. Er fragte sie, was ist, wenn du ein Schaf hast und es am Sabbat in eine Grube fällt? Lässt du es dann bis zum nächsten Tag dort unten? Nein, du holst es raus, obwohl es Arbeit ist und verboten wäre. Dieser Mensch ist viel mehr wert als jedes Schaf. Dann drehte er sich zu dem Mann um und sagte ihm, streck deine Hand aus. Da wurde die Hand geheilt. Die Menschen, die Jesus anklagen wollten, waren so wütend, dass sie planten, Jesus umzubringen. Was Jesus anschließend erklärt, liest euch jetzt wieder Amelie aus der Volksbibel vor. Die religiösen Leiter steckten nach diesem Ding die Köpfe zusammen. Wie können wir diesen Jesus bloß kalt machen? Als Jesus mitbekam, was sie vorhatten, machte er sich vom Acker und viele gingen mit ihm. Und wie immer, Jesus machte alle Leute, die krank waren, wieder gesund. Jesus befahl ihnen aber, bloß ihren Mund zu halten, damit die ihn nicht verraten würden. Damit wurde das wahr, was der Prophet Jesaja schon lange Zeit vorher gewusst hatte. Passt mal auf, das ist mein Mitarbeiter, auf den ich total abfahre. Ich habe ihm meine Kraft gegeben, er wird dafür sorgen, dass es bei den Völkern, die ohne Gott leben, bald korrekt zugeht. Dabei wird er nicht wild rumbrüllen, er wird auch keine großen Reden im Fernsehen schwingen. Den halb abgebrochenen Ast wird er nicht ganz abreißen und das Feuer, das gerade noch so brennt, wird er nicht mit einem Eimer Wasser übergießen. Er hört nicht auf, bis das, was richtig ist, am Ende auch gesiegt hat. Darum kann jeder, und wirklich jeder, seine Hoffnung auf ihn setzen. Jesus befreite häufig Menschen von bösen Geistern. Einige Leute beschuldigten ihn deshalb, du kannst diese Geister nur vertreiben, weil du selbst einen viel stärkeren bösen Geist in dir hast, dem sie gehorchen müssen. Wenn böse Geister andere böse Geister vertreiben würden, was würde ihnen das denn nützen? Es ist so, als ob die Oberhäupter eines Staates sich gegenseitig bekämpfen. Das kann nicht lange gut gehen. Irgendwann müssen sie gemeinsam arbeiten oder ihr ganzes Land wird nicht funktionieren und irgendwann zugrunde gehen. Nein. Nur Gott selbst hat die Macht, diese Geister zu vertreiben, und von ihm habe ich diese Kraft. Es funktioniert im Grunde wie bei Apfelbäumen. Wenn der Baum gesund ist, hat er auch leckere Äpfel dran. Ist der Baum aber krank, sind die Äpfel auch verkrüppelt. Einen guten Baum erkennt man an seinen Früchten.
Sie sind alles Spinner. Wie können Sie überhaupt von guten Sachen reden, wenn Sie immer so fies drauf sind? Denn normalerweise redet man so, wie man auch drauf ist. Wenn einer ein gutes Herz hat und sein Herz voll guter Gedanken ist, dann merkt man das schon an dem, was er redet. Einem Menschen, der einfach link und falsch ist, dem merkt man das auch an, wenn er nur den Mund aufmacht. Eins müssen Sie sich klar machen, am letzten Tag dieser Welt gibt es bei Gott eine große Abrechnung, auch über alles, was so aus Ihrem Mund gekommen ist. Was Sie geredet haben, wird letztendlich über Ihre Zukunft entscheiden, denn daran wird Gott Sie auch messen. Spätestens dann wird es sich zeigen, hopp oder top. Die religiösen Leiter meinten mal zu Jesus: Zeigen Sie uns doch, was Sie alles so drauf haben. Machen Sie doch nochmal eine Wundershow extra für uns, dann glauben wir Ihnen auch, dass Sie von Gott kommen, darauf meinte Jesus nur. Nur ganz miese Typen, die an gar nichts glauben, wollen jetzt noch einen Beweis haben. Aber einen Beweis sollen sie trotzdem kriegen, und der hat mit der Geschichte von Jona zu tun. Jona war 3 volle Tage und Nächte im Bauch von einem riesengroßen Fisch. Genauso werde ich 3 volle Tage in meinem Grab verschwunden sein. Selbst die Leute aus der Stadt Ninive werden im Gegensatz zu ihnen noch gut dran sein am Tag der letzten Abrechnung, weil die sich wenigstens geändert haben. Denn nachdem Jona ihnen klar gemacht hatte, dass sie nur Mist bauen und so nicht weitermachen können, wendeten sie sich wieder radikal zu Gott und änderten ihr Leben. Und der jetzt mit ihnen redet, hat viel mehr zu sagen als Jona, und trotzdem glauben sie ihm nicht. Das gleiche gilt auch für die Präsidentin, die in dem Land Saba im Süden das Sagen hatte. Sie wird beim Tag der Abrechnung sogar als Zeugin auftreten, um gegen die Menschen auszusagen, um sie fertig zu machen. Ihr war kein Weg zu weit, um vom damaligen Präsidenten von Israel, dem Salomo, zu lernen. Und der jetzt mit ihnen redet, hat viel mehr zu sagen als Salomo, trotzdem wollten sie ihm einfach nicht vertrauen. Wenn so ein fieser Geist, so ein Dämon, aus einem Menschen rausgeschmissen wurde, dann ist er sozusagen obdachlos und sucht wie verrückt ein neues Opfer, in dem er wohnen kann. Kriegt er das nicht hin, versucht er wieder dort einzuziehen, wo er mal zu Hause war. Wenn er dort dann seine ehemalige Bude super aufgeräumt, picobello und noch leer vorfindet, zieht er dort wieder ein. Und er lädt noch 7 weitere, noch viel fiesere Geister ein. Dem Menschen wird es noch viel schlimmer gehen als vorher. Genauso wird es mit diesem bösen Pack hier passieren. Eines Tages, als Jesus den Menschen gerade etwas von Gott erzählte, kam seine Mutter und seine Brüder zu ihm und warteten vor dem Haus, in dem er war. Sie hatten davon gehört, was er tat, und dachten, er sei verrückt geworden. Sie wollten ihn davon abhalten, weiterzumachen. Einer von Jesu Freunden, den Jüngern, sagte dies Jesus. Jesus fragte nur: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Sind es nicht die Menschen, die auf Gott hören und das tun, was er ihm sagt? Ihr seid meine Familie, alle, die sich auf Gott verlassen.